Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute bei die Zockerinnen. Heute geht es um den Clan Wars, den wir wahrscheinlich gewinnen werden, wenn die Gegner heute nicht mehr so viel angreifen. Wir liegen mit 48 Sterne vorne, haben allerdings 30 Angriffe, was eigentlich eher schlecht ist, aber es zählen ja nur die Sterne und solange die anderen Gegner nicht mehr Sterne haben, ist es mir egal. Bei uns haben einige noch nicht angegriffen. Das zeigt sich dann noch aus, ob wir gewinnen oder verlieren oder ob jemand degradiert wird oder gekickt wird, weil wir hatten Montag bis Freitag die eine Woche, wo wir angeschaut haben, wer alles on ist. Und da haben wir so eine Liste geschrieben, die was wir kicken, die was wir befördern, die was wir behalten und die was wir beobachten. Und wenn die jetzt für diesen Klamus nicht angreifen und beim nächsten Klamus nicht, werden die auch gekickt. Und mein Handy hat gerade probiert. Ah, Facebook hat sich gemeldet. Na gut. Heute möchte ich euch meine zwei Angriffe zeigen. Also da ist mein erster Angriff. Da habe ich die Nummer 1 angegriffen. Und da habe ich eigentlich alles geschafft, bis auf die eine Bauhütte, weil die dann am Ende da unten waren und nicht da oben. Denke ich mal, dass es dieser Angriff war. Jetzt auf zweimal. Und da kam ich halt mit Riesen, Magiern, Lakaien, Bogis und gleich die Heiler dazu und meinen Level 3 Drachen, den ich mir selbst über meinen ersten Account gespendet habe. Und die machen sich da selbstständig und die gehen in der Gruppe. Ich hätte es lieber gehabt, dass sie sie nicht selbstständig gemacht hätten und auch zu den anderen wären. Weil ich habe mit angesehen, wie sie da sterben. Leider. Da sind gerade die Heiler und der Drache und die Riesen und die Magier. Und das ist eigentlich ein relativ guter Angriff. Ich finde es total lol, wie das Dorf aussieht, dass da nur das Rathaus drinnen ist. Weil ich finde, das ist ein eher guter Angriff. Außer halt die eine 1%, was auf die 3 Sterne gefehlt hat. War alles in Ordnung. Ja, da waren die dann da unten und mussten darauf, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht. Aber ich habe die Bauhütte schon mitten im Spiel gesehen, aber hatte keine Truppen mehr, dass ich sie zerstören kann. Leider. Und mein zweiter Angriff war die Nummer 4, weil irgendwie mag ich keine Hanna angreifen. Keine Ahnung warum, ich wollte die Hanna nicht angreifen. Das war dieses Dorf, das war wirklich viel leichter. Und mal schauen, wie viele Sterne ich da gekriegt habe. Ich weiß es, aber ich möchte euch die Spannung nicht versorgen. Da habe ich halt dann da den Kleinbock-Truppen rausgelotzt und ein bisschen und daher geschickt und gleich die ganzen Truppen, damit es dann nicht an Zeit mangelt. Und durch die Heiler macht es eigentlich nichts wirklich aus, dass die Bogis da waren. Die wurden dann eh besiegt von den Magiern, Lakaien und Bogis. Die hatten. Und dann wieder mal einen Level 3 Drachen, den ich mir eine Sekunde vorher geholt habe. Also meistens, wenn ich bei die Zockerinnen kurz rausgehe und schreibe, bin kurz weg und es ist klar, was hole ich mir immer Truppen vom anderen Clan. Entweder von mir oder von sonstigen Leuten. Denn meistens gibt es im Clan gerade keiner, der on ist, der was gerade die Truppen hat, die ich gerne hätte. Weil ich will eigentlich immer Drachen,
ab Level 2 oder Peter ab Level 2, denn die Level 1 Truppen finde ich nicht so schön. Ich mag lieber Level 2 als Level 1. Ja, ich bin eigentlich nicht so auf Level speziert, außer auf den Clan Boss. Weil ich da wirklich finde, bessere Truppen sind besser, damit man halt sicher 3 oder 2 Sterne bekommt, als schlechtere Truppen. Weil normalerweise schaue ich nicht aufs Level, da freue ich mich, wenn ich was gespendet bekomme und fertig. Aber ich fordere ja auch nur zum Clan, was immer Drachen oder Pekka oder sonstiges. Und am Ende war halt das Rathaus übrig und da haben dann die Babydrachen, der Vater, die Heiler und die Riesen alle mitgeholfen. Und die Bogenschützen es zu zerstören. Und am Ende fliegen sie da herum. Ja, das waren meine Clanboss-Angriffe. Und jetzt schaue ich mal in die Kriegsereignisse. Ob da irgendwer ist, den ich euch doch zeigen will. Ah, die Zockerinnen hat verteidigt. Das ist unser, also von mir und der Karina, ein gemeinsamer Account. Diese Aufstellung habe ich gemacht. Keine Ahnung, ob die gut ist, aber wird schon gut sein, wenn man dann noch 25% kriegt. Auf jeden Fall spiele ich und die Karina diesen Account. Und deshalb spiele ich mal auf die Zockerin und mal sie. Und deshalb schreiben wir mal Hi Julia und mal Hi Karina. Was auch ein bisschen verwirrend ist, da man nie weiß, wer jetzt da drinnen ist. Aber meistens, wenn ich online bin, schreibe ich immer dazu, dass ich's bin. Jetzt machen wir mal 2, damit es schneller geht. Mal 4. Ah, jetzt kommen da die ganzen Riesen. Der hat eigentlich nicht auf die Kleinburg-Truppen geachtet, da er ja nur Kobolde, Riesen und Mauernbrecher hatte. Also war er zum Scheitern verurteilt durch die Kleinburg-Truppen. Aber hätte es die Kleinburg-Truppen nicht gegeben, hätte er sicherlich mehr als 25% gehabt. Deshalb vielen Dank für Spenden. Ja. Das war eine gute Verteidigung von meinem Dorf. Und eventuell finde ich ja noch wen. Nein, finde ich niemanden. Pitti wurde angegriffen. Ich schreibe jetzt. Ich mache jetzt einfach auch seinen Clan zeigen. Der wurde mit 4 Ballons angegriffen. Mit Level 1 Ballons. Mann, wie dumm ist man bitte? Mit 4 Ballons kommt man nicht weit. Überhaupt nicht. Aber zum Glück ist das eine Verteidigung. Deshalb, yay! Das ist gut. Ich habe irgendwie. Ist es langweilig, wenn da jetzt nur noch Bogis kommen. Aber wirklich nur Bogis bei einem Clan Boss ist total bescheuert. Tut mir leid, deswegen dieses Schimpfwort Kraftausdruck, je nachdem, was das jetzt ist. Aber das stimmt. Auf